Charlotte Kalender ist da. Guten Morgen. Schnelles Angeberwissen fürs Büro und für die WhatsApp-Gruppe mit der Familie und mit Freunden. Ich habe Fragen, du hast Antworten. Schieß los. Stimmt es, dass Zero-Zucker-Getränke gesünder sind als andere? Als andere zuckerfreie oder als andere Getränke überhaupt? Also, es ist so, dass da natürlich überall die üblichen in Variationen natürlich Süßungsmittel drin sind. Mhm. Aber in Zero ist Zyklamat noch drin. Ja? Das klingt schon gefährlich. Ja, das klingt echt gefährlich. Aber es ist wie immer natürlich in Maßen zu genießen. Aber das, was immer alle denken, ist natürlich nicht so. Nämlich, dass das sehr viel gesünder ist, weil sich gezeigt hat, dass die Darmwand darunter leidet und unterschiedliche andere Dinge. Die Psyche, das schlägt auch, kann zu Ängsten führen. Denkt man ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber die Psyche hängt ja auch mit dem Darm zusammen. Das heißt, wir sind viel mehr, haben viel mehr einen Kreis sozusagen, den wir da schließen müssen. Und deswegen ist es so, dass man das ab und zu machen kann, aber eben nicht zu viel. Man gaukelt dem Körper ja auch vor, dass es was Süßes ist. Und dann schüttet er ja trotzdem Insulin aus und so. Genau, man sollte auch vor allem in der Schwangerschaft aufpassen. Das noch, sei noch dazu gesagt. Der nächste bitte. Zitrusfrüchte. Stimmt es, dass man das Weiße in Zitrusfrüchten nicht essen soll? Weißt du, wie das heißt, das Weiße? Dieses, was immer alles. Nein, sonst hätte ich das ja genannt mit dem Namen. Mesokarp. Ja, deswegen weiß ich das nicht. Mesokarp. Und da stecken besonders, natürlich, wie immer, das ist ja so bitter, deswegen mögen es viele nicht und das muss abgepult werden, gerade bei Kindern. Aber da stecken besonders natürlich wieder Pflanzenstoffe, Ballaststoffe und Nährstoffe drin. Also Mesokarp. Leider Gottes sollten wir da einfach drauf rumkauen. Ja, ist ja gut. Machen Der nächste, bitte. Stimmt es, dass Duschen lebensgefährlich sein kann? Du wolltest mal ein bisschen Drama in die Sendung bringen. Ja, Grüße aus dem öffentlichen Nahverkehr. Also ich vermute, du zielst auf die Legionellen an, die sich ja in Grundwasser und Oberflächenwasser sammelt. Und da braucht man so 45 bis 50 Grad Wärme des Wassers, damit die sozusagen, also über 55 Grad sind die hinüber. So heiß duscht doch keiner. Ja, deswegen ja. Deswegen muss man ein bisschen Wasser immer laufen lassen und möglichst warm, wenn man immungeschwächt ist. Menschen mit einem normalen Immunsystem können das eigentlich ganz gut abwehren. Mhm. Aber wenn man eben eine Immunschwäche hat, temporär oder immer, dann muss man aufpassen. Der nächste bitte. Stimmt es, dass Kartoffelchips schlechter sind als andere Chips? Ja, das ist ja, was man, ne, will uns die Werbung natürlich immer suggerieren, dass so Hülsenfrüchtechips und so, damit tut man so sich was. So Linsenchips, ne, ist jetzt richtig, ganz heiß. Ja, ganz genau. Und in der Tat ist es ungefähr so 50% weniger Fett, aber dafür muss man da mehr Salz dazuführen, was natürlich auch nicht gut ist. Und in der Summe haben die nicht viel weniger Kalorien. Komm, wir schaffen noch ganz schnell was. Der nächste. Stimmt es, dass Schnaps der Verdauung hilft, so ein kleinen danach? Das ist die einzige Geschichte, wo Placebo alles ist. Es ist nämlich nicht so. Es bremst sogar die Verdauung. Okay, leider ich hab dann noch schnell was anderes. Lieber Bitterstoffe vorbei. Dürfen wir uns noch was aussuchen? Ich hätte gerne das mit den Feigen. Die Feigen. Liebe Regie, Feigen. Stimmt es, dass wir mit jeder Feige eine Wespe essen? Die Wespe wird benötigt zur Bestäubung sozusagen, weil die Essfeige hat nur weibliche Blüten, deswegen braucht es männliche und die Wespe. Und die Wespe verliert oft, Achtung, auf dem Gang raus, im Gang, ihre Flügel und verendet dort und dann essen wir die mit. Kann ich eins noch, bitte, liebe Regie, das letzte noch. Stimmt es, dass Navigationssysteme dümmer machen, meine Lieblingsfrage? Ja, die machen dümmer, weil seitdem wir die haben, finden wir nicht mal mehr bis zur nächsten Ecke. Lieben Gruß. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.